weil ich bin schon angemeldet, jetzt fragst du dich vielleicht wofür, für das United Camp. Und das United Camp findet statt diesen Sommer. Wir machen als Kirche gemeinsam Urlaub. Und Steffi, du hast schon mal ein Camp hier im ICF München besucht. Und das hieß Summer Camp damals. Und was ich echt witzig finde, also die Steffi ist ja auch so eine Nudel, gell? Die fährt dahin und kennt eigentlich keinen Menschen hier in dieser Kirche und hört irgendwie nur so davon, wie kommt man auf so eine Idee? Steffi. Also ich muss zugeben, eine Person kannte ich, mein Bruder. Ja, der hat gemeint, hey Steffi, wenn du neu nach München kommst, wie wäre es, wenn du einfach ja, mit unserer Kirche gleich nach Italien fährst, um Leute kennenzulernen? Ich dachte, cool, das ist die Gelegenheit. Und vielleicht lerne ich sogar jemanden kennen, mit dem ich nachher zusammenziehen kann, weil Wohnungssuche in München, wisst ihr alle, nicht sehr einfach. Ja, meinen WG-Partner habe ich nicht gefunden, aber jede Menge andere Leute vor Ort. Wir haben so viel Spaß gehabt bei Beachvolleyball-Turnieren, einer Weinprobe, also und am Strand chillen. Das war einfach innerhalb von einem Tag, hatte ich das Gefühl, ich kenne die ganzen 50 Leute vom Camp. Ja, und du hast ja nicht nur da richtig viel Spaß gehabt, sondern, jetzt haben wir uns vorher auch ein bisschen unterhalten, die Steffi hat mir erzählt, sie hat auch in diesem Camp sehr, sehr viel mit Gott erlebt und das wäre auch noch eine spannende Frage. Steffi, inwiefern hat denn dieses Camp auch deine Beziehung zu Gott nochmal vertieft oder auf ein anderes Level gebracht? Also das Camp hat echt extrem viel gemacht. Ich habe dort vor Ort einige Leute getroffen, mit denen ich zusammen dann zur Schnupperzeit gegangen bin und ja, habe auch meine Small Group-Leitung dort kennengelernt. Und aber was richtig spannend war, wir hatten so gute Gespräche und Diskussionen dort nachts und ja, wir haben dann, Workshops haben mir sehr geholfen, wir waren beim Abenteueralltag und da habe ich das erste Mal gelernt oder geübt, authentisch von Jesus zu erzählen und habe das dann in München, ja, meinem damaligen Mitbewohner dann wirklich ihm davon erzählen können und ihm Beten beibringen können und jetzt geht er sogar in die Celebrations. Hey, und alles nur wegen einem Camp, Steffi, ist der Wahnsinn. Und ich weiß ja auch, ich war jetzt neulich, hatte ich die Ehre, bei einem Planungstreffen dabei zu sein, was da alles wieder geplant ist, an Workshops, an Events und so weiter und so fort. Aber, und es glaubt mir immer keiner, ich bin ein extrem introvertierter Mensch. Jetzt kannst du kurz lachen, aber es stimmt wirklich. Und ich weiß wirklich, man tut sich schwer. Also nicht jeder ist so wie du, der da sagt, super, jetzt lerne ich mal die Kirche kennen, fahr mal irgendwie in Urlaub mit denen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten oder Empfehlungen von dir, dass du sagst, ja, egal, ob du schon Leute kennst oder nicht, egal, ob es dir leicht fällt oder nicht so leicht fällt, deswegen fahr mit. Und zweite Frage, die kannst du auch gleich noch mit beantworten. Lohnt es sich denn, Freunde mitzunehmen und vor allem auch, wenn sie vielleicht gar nichts mit Kirche oder mit Gott am Hut haben? Steffi. Also als allererstes muss ich sagen, wenn du schüchtern bist, kein Ding. Du kommst wirklich nicht darum rum, Leute kennenzulernen. Allein dein Bungalow sind 4 bis 6 Leute, dein Nebensitzer im Bus und wir haben so viele Aktionen geplant, wo auch du wirklich Freunde, wirklich gute Freunde auch kennenlernen wirst. Und ja, zum Thema Freunde mitbringen, wir hatten auch jemanden dabei, der davor noch nie im ICF war und ja, er wollte eigentlich nur mit uns in den Urlaub fahren und schlussendlich ist er sogar in die Workshops gegangen und es geht jetzt ohne unsere Celebrations, weil er auch schon wieder so viele Leute kennt. Also ich glaube, es lohnt sich wirklich. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin schon angemeldet. Ich glaube, 125 Anmeldungen haben wir jetzt. Aber wir haben viel mehr Platz. Also locker nochmal doppelt so viele Leute. Freuen wir uns mitzunehmen. Dich, deine Freunde, deine Small Group, whatever. Bring deine Kinder mit. Auch da wird es coole Sachen geben.